Hallo meine lieben Wagen, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat November. Wollen wir doch mal schauen, was auf euch zukommt, was so geschieht, was kommt. Ihr könnt nun übrigens Kanalmitgliedschaften bei mir abschließen, wo ihr Zugang zu weiteren Videos bekommt, unter anderem etc. Ihr könnt euch da gerne mal informieren. Unter dem Video findet ihr alle Infos dazu. Und ich schaue jetzt mal, was wir hier für euch haben im Monat November. Ich freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst. Das ist völlig kostenlos. Da bekommst du alle Infos zu den Videos. Du verpasst kein Videos mehr von mir. So, wir haben hier diese Energie, die 9 der Stäbe und die 8 der Münzen. Wir haben das Gericht. Wir haben den Teufel. Eieiei, was ist denn hier los, meine lieben Wagen? Es fühlt sich sehr stark nach Abschlussenergie an. Etwas loszulassen, jawohl, Abschluss, ich sag's gerade. Und die Welt fällt. Okay, meine lieben Wagen, was ich jetzt hier habe, ist, dass dieser Monat vielleicht nicht ganz leicht wird, aber essentiell und sehr wichtig, weil ihr eine Form von Abschluss findet. Und zwar nehme ich hier stark wahr, dass ihr, also es geht irgendwie darum, etwas nun hinter sich zu lassen. Ich sehe, dass ihr sehr vorsichtig in Bezug auf eine Sache seid. Vielleicht seid ihr da auch schon so ein gebranntes Kind, habt da gewisse Erfahrungen gemacht und das ist nicht so leicht für euch. Und ihr kommt so ein bisschen, sage ich mal, mit einem blauen Auge noch davon. Und ich sehe, dass es jetzt darum geht, diese Situation hinter sich zu lassen. Das kann sogar für manche eine sehr toxische Situation sein. Ob es jetzt eine sehr schwierige Beziehung ist, die du zu jemandem hast, oder eine schwierige Arbeitssituation, oder ob das vielleicht auch seelisch etwas ist, was dich belastet. Wie auch immer das aussehen mag und in welchem Bereich das sein mag, ich sehe, dass du dich dabei nicht so frei fühlst und dass das auch eine gewisse Macht über dich hat. Und es geht jetzt darum, das hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, ich schließe das jetzt wirklich ab. Mit den 8 der Münzen kann das ein Hinweis darauf sein, an etwas zu arbeiten, also wirklich auch Energie in etwas hineinzustecken, damit man etwas überwinden kann, damit man etwas hinter sich lassen kann. Also an etwas zu arbeiten, was dich auch wirklich weiterbringt. Ich sehe, dass du hier Erlösung findest, also dass etwas klar und deutlich wird. Vielleicht kommt auch die Wahrheit ans Licht, eine Erkenntnis kommt ans Licht. Du wirst etwas verstehen, du wirst etwas erkennen, es macht irgendwie Klick. Es kann auch sein, dass du dich in dieser Situation schon länger befindest und das gar nicht siehst oder erkennst, wie dich das runterzieht, wie dir das Energie raubt, wie vorsichtig du vielleicht auch in Bezug auf etwas geworden bist, dich vielleicht auch in Bezug auf etwas verschließt. Und dass du das jetzt durchschauen wirst und erkennen wirst und sehen wirst, ah ja, okay, es geht hier jetzt wirklich darum, das abzuschließen und zu erkennen, zu sehen, wahrzunehmen, die Wahrheit auch zuzulassen. Also sich selbst auch die Wahrheit einzugestehen, vielleicht diese auch zu hören, zu vernehmen. Jemand sagt etwas und du auf einmal macht's Klick. Das kann manchmal nur ein Wort sein, ein Satz sein. Und auf einmal haben wir es kapiert, ein Beispiel oder eine Situation. Und auf einmal macht es Klick. Und das kann auch so aussehen, dass mehrmals dir schon etwas dazu gesagt worden ist, aber es hat nie Klick gemacht. Es wurde dir vielleicht auch immer wieder dasselbe gesagt, aber das ist anders, weil das automatisch auch mit so einem Fühlen einhergeht. Also das ist nicht nur eine Information, wo du sagst, ja, habe ich verstanden, sondern du fühlst die Information auch, du verstehst es wirklich. Es kommt bei dir an. Und da wird irgendwas ankommen. Und ich sehe auch, dass es leichter wird. Also, dass eine Belastung von deinen Schultern fällt. Irgendeine Situation wird leichter. Es kann auch sein, dass hier eine Offenbarung reinkommt, mit der du absolut nicht gerechnet hast.
die kann auch schwierig sein, das kann auch harter Tobak sein, das kann echt unangenehm sein, aber ich sehe, dass der Effekt eher dahin geht, dass man einen Abschluss findet, also dass es ein gutes Ende nimmt. Auch wenn die Information nicht so leicht zu verdauen sein mag, sehe ich dennoch, dass es dich dahin führt zu sagen, okay, ich schließe das jetzt ab. Das ist das, worum es geht. Ich finde einen Abschluss in dieser Sache. Weil es ist eine negative Sache. Ich habe hier den Teufel. Also es ist irgendetwas, was, wo du nicht frei bist. Es ist irgendetwas, was dich so an etwas bindet, wo du vielleicht auch in einer Opferrolle drin steckst, wo Manipulation vielleicht herrscht oder Kontrolle, vielleicht, dass du selber zu krass etwas kontrollierst. Und mit der Welt geht es darum, jetzt abzuschließen, also ein Kapitel zu machen. An ein Ziel kommen, ein Ende finden. Und die Welt ist immer ein gutes Ende. Also die Sache ist rund, der Drops ist gelutscht, die Sache ist durch. Jetzt kommst du auch an dein Ziel. Es könnte sein, dass hier etwas Energie raubt und du mit deinen Zielen oder mit deinen Vorhaben dadurch nicht weiterkommst. Und das wirst du durchschauen und du wirst sagen, jetzt lasse ich das hinter mir, weil das raubt mir nur Energie und Zeit, es raubt mir nur Kraft. Ich will meine Projekte hier verfolgen, ich will das, meine Ziele verfolgen, ich will an etwas arbeiten und das wird auch zu einem Abschluss kommen oder man wird endlich da dran kommen. So, ich lege jetzt noch ein paar Orakelkarten und dann schauen wir mal, was sich hier noch zeigt für meine Wagen. Wir haben hier den Besen und wir haben die schwarze Katze. Das finde ich interessant, weil hier fliegt sie auf dem Besen. Also sie nimmt den Besen und sie fliegt hier los. Es könnte auch etwas damit zu tun haben. Ja, vielleicht sauber machen, reinigen, um dann den Weg frei zu haben und loszufliegen auf dem Besen. Ja, weil der Besen ist ja auch dafür da, dass wir reinigen. Und der Besen bei einer Hexe ist auch dafür da als Fortbewegungsmittel. Ne? Also vielleicht mal hier reinigen, sauber machen, Erlösung finden und dann losfliegen. Der Besen. Welche Träume entspringen deiner Sehnsucht? Mach Platz, eine Reinigung steht an. Ja, also ich glaube, dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Das ist genau das, weil du willst an ein bestimmtes Ziel kommen. Du hast hier etwas vor Augen und du sollst Platz machen, damit du an dieses Ziel herankommst. Ja, also den Teufel hier weg verscheuchen. Klärung, Reinigung zu Hause. Ja, also vielleicht auch etwas im heimischen oder seelischen Bereich, was du nicht mehr brauchst, weg damit, um ans Ziel zu kommen. Schwarze Katze. Es ist eine seltsame Reise ins Unbekannte, so tief verborgen, dass nur die Tapferen anmutig zurückkehren werden, mit Licht in ihren Augen und dem Schatten, der sie nach Hause führt. Ich habe hier zweimal das Thema Zuhause. Also schau mal, ob es vielleicht etwas in deinem familiären Bereich gibt, was du nicht mehr brauchst. Das können auch Prägungen sein aus der Kindheit. Das können Familienkonflikte sein. Das kann auch konkret so aussehen, dass du entrümpelst zu Hause, also dass du Gegenstände entfernst, die dich vielleicht energetisch runterziehen. Das hat manchmal auch sehr großen Einfluss. Also schau mal, ob es vielleicht in deiner Umgebung etwas gibt, was dich energetisch runterzieht. Es kann sehr befreiend sein, wenn man sich von gewissen Dingen auch trennt. Unabhängigkeit, Überleben, Anmut. Mach dich unabhängig, trenn dich von gewissen Dingen, weil der Teufel ist die Abhängigkeit. Und es geht darum, dass du in die Unabhängigkeit kommst. Ja, also frei zu sein, das ist die Freiheit, die Erlösung. Man erlöst sich hier von etwas, man fühlt sich freier, man fühlt sich besser. Man lässt etwas hinter sich. Schauen wir nun weiter. Also ich habe das Gefühl, das passt ja auch gut in die Novemberzeit. Die Skorpionzeit, also ich habe hier stark das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen durch bei sehr vielen Legungen, dass es jetzt um so Abschlüsse geht, Kurskorrekturen, Reinigungen,
an den wahren Kern, den ursprünglichen Kern zu kommen, das, was man wirklich will, diesem Ruf zu folgen. Das ist gerade so ein Thema, was sich hier bei allen Zeichen durchzieht. Du kannst dir übrigens auch ergänzend dazu deinen Aszendenten und dein Mondzeichen anschauen, um ein klareres Bild für diesen Monat zu bekommen. Ja, witzig, diese Karte ist auch bei den Skorpionen gefallen, Her Little Cauldron. Also das kann auch hier nochmal ein Hinweis auf das Zuhause sein, sich von irgendwas im Bereich des Zuhauses zu befreien. Das können auch gewisse Konzepte und Vorstellungen sein. Ich kriege gerade die Info, wenn du ein neues Zuhause suchst, vielleicht dich da von gewissen Konzepten oder Ideen zu befreien, um das passende Zuhause für dich zu finden, weil es nicht immer etwas sein muss, was mit äußeren Faktoren zu tun hat, sondern vielmehr das Gefühl. Also wie willst du dich in deinem neuen Zuhause fühlen? Oder vielleicht auch in deinem jetzigen Zuhause. Wie soll dieses Gefühl sein, was du da hast? Und wie kannst du das erreichen? In deinem jetzigen Zuhause, wie ich es eben schon gesagt habe, kann das so aussehen, dass du dich von gewissen Dingen trennst, die dich energetisch berauben. Ja, was du einfach nicht mehr brauchst, weg damit. Oder wenn du ein neues Zuhause suchst, dass du statt auf Faktoren achtest, wie, keine Ahnung, so und so viel Zimmer und dies und das und das und das und tralala. Das ist auch alles wichtig, ist auch alles richtig, weil manche Dinge braucht man einfach. Ja, wenn man muss ja passend zu den Bedürfnissen gucken. Aber dass du vielleicht mal schaust, wie willst du dich denn in deinem neuen Zuhause fühlen? Das macht auch schon ganz, ganz viel aus. Ja, sehnst du dich nach einem Ort, der dir Ruhe gibt? Sehnst du dich nach einem Ort, wo du was erleben kannst? Ja, dann ist vielleicht bei der Ruhe ein Platz in der Natur wichtiger, dass du darauf achtest. Oder zum Beispiel sehnst du dich nach Unternehmungen, nach Menschen, dann ist vielleicht was in der Stadt besser, ja, wo du mehr unter Leute kommst. Oder vielleicht auch so ein Wohnkonzept wie eine WG, ja, das kann ja auch was sein, oder eine Wohngemeinschaft, was auch immer. Jeder hat ja so unterschiedliche Bedürfnisse und das könnte ein Hinweis darauf sein. Wenn es aber gar nichts mit dem Zuhause zu tun hat, könnte das hier ein Hinweis sein auf das Thema Freiheit. Das hatten wir hier schon eben, also dass du die Freiheit wählst in Bezug auf etwas, also sich davon zu befreien. So, ich hätte jetzt gerne noch abschließend ein paar Energien, ein paar Hinweise für meine Waagen im Monat November. Wir haben Neptun, wir haben die Sonne und die Yin-Energie. Also, ich habe das Gefühl, dass es hier vielleicht in so eine, also erstmal nehme ich hier sehr viel das Thema Spiritualität wahr. Dass dir etwas über deine Persönlichkeit vielleicht bewusst wird, was mit sehr weichen Energien zu tun hat, mit der Intuition vielleicht zu tun hat. Also irgendwie so eine sehr spirituelle, intuitive Energie, die ich hier wahrnehme. Etwas, womit du dich bedienst. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass du deine intuitiven Fähigkeiten schulst, dass du vielleicht irgendwie spirituell arbeitest oder dass du irgendwelche spirituellen Lehren, Praktiken beginnst, vollführst, sowas in diese Richtung. Ja, also du bist auf Empfangsbereitschaft, du bist da, um etwas zu empfangen. Und was ich auch reinbekomme, ist, dass du mehr das Ganze ausdrücken kannst. Du als Persönlichkeit, dass du diese intuitive, rezeptive Seite an dir, die weiche Seite, ruhig mehr nach außen kehren kannst. Also sie auch den Menschen zeigen kannst, sie ausleben kannst, sie verkörperst. Dass das etwas ist. Und vielleicht hält dich das ja zurück. Ja, also dass du mehr diese Energie nach außen kehrst und mehr lebst, also bewusst ausleben. Das ist noch eine Sache, die mir hier durchkommt.
Was haben wir hier noch? Ich glaube tatsächlich, dass das schon alles ist an Informationen. Ich bekomme hier nichts weiteres. Vielleicht noch eine Sache, deine Träume, ne? Weil Neptun-Energie auch was mit den Träumen zu tun hat. Hier haben wir die Träume, hier haben wir die Träume. Hier haben wir das Ziel, die Welt, dass du vielleicht einen bestimmten Traum hast, ein bestimmtes Ziel hast, etwas, was du dir erträumst, dass du dem folgst oder dass du dem nachgehst. Oder auch Raum schaffst, damit dieser Traum in Erfüllung gehen kann. Also wovon kannst du dich hier trennen, was dich noch runterzieht? Vielleicht willst du einen Traum verwirklichen, einen Wunsch verwirklichen. Meine lieben Wagen, das war es auch schon. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mich unterstützt, vielleicht auch durch eine Kanalmitgliedschaft. Einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Wenn du persönliche Hilfe brauchst, kannst du mich gerne kontaktieren für eine astrologische Beratung oder Tarotberatung. Alles dazu findest du in der Infobox unter dem Video verlinkt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.